Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 in unserem RP-Projekt auf der wunderschönen Viechtal V2. Ja, wir sind immer noch im März. Ich glaube, in der letzten Folge waren wir auch schon im März. Ja, da hat man das Haferfeld angesät vom Förster. Ich glaube, das hier, ne? Ja, was ist in der Zwischenzeit gelaufen? Der Luki hat hier die 106 und 107 mit Kartoffeln angesät. Ich habe das kurz vorhin noch mit der Hacke bearbeitet, weil das dauert einfach Ewigkeiten. Und bin jetzt hier auf 116, weil wir haben noch quasi eine Bestellung vom Landhandel, dass wir quasi Kartoffeln und Sonnenblumen ansehen sollen. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal Sonnenblumen in der Maschine, logischerweise. Und da fahren wir mal. Was ist das? Das passt. Wunderbärchen. So. Wechsel das lange Feld genommen, dann können wir ein bisschen quatschen. ich habe beim Schneiden bemerkt, in den letzten beiden Aufnahmen, glaube ich, dass ab und zu mein Mikrofon knackst. Also keine Sorge, ich habe es bemerkt. Aber ich habe keine Ahnung, wieso das ist. Weil scheinbar im TS bei uns hört man das nicht. Also das hört man nur in der Aufnahme. Jetzt ist die Frage, an was liegt es und wie kann man das beheben? Aber ich bin dran, also macht euch da keine Sorgen. Das läuft. Was haben wir noch? Ach, genau. Genau. Es wurde mir... Moment mal. Kurz hier. So, ausmachen. Es wurde mir in die Kommentare geschrieben. Rein wegen der Maschinensache Zuckerrüben, Kartoffeln. Also ich habe die Kommentare auch schon jeden einzelnen beantwortet, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, falls weitere Kommentare kommen. Es wurde oft gesagt, geschrieben, dass man mit den Maschinen, also dem Rexor und auch den beiden Ropas, Zuckerrüben wie Kartoffeln machen kann, je nach Schneidwerk. Es ist im Standardspiel, ihr seht hier unten, auch wenn ich auf die Schneidwerke gehe, das sind alles nur für Zuckerrüben. Und dementsprechend hier ist auch nur für Kartoffeln. Das, was ihr meint, kenne ich, aber das ist eine Mod. Das gibt, da gibt es eine spezielle Mod, die ist geskriptet, dass halt die Maschinen je nach Schneidwerk alles können. Ne? Dass man nur eine Maschine mit verschiedenen Erntevorsätzen halt nutzen oder kaufen muss und nicht 10 verschiedene Maschinen. Deshalb ist das schon mal raus. Weil jetzt für das extra noch eine Mod drauf nehmen, ich weiß nicht. Ne? Dass ich jetzt da über die Zuckerrüben fahre, sieht niemand. Ne? Ja. Gott. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Meine Mitarbeiter würden das machen, aber ich mache das nicht. Gott. Einlenken. So. Dann, was haben wir noch? Ich mal ganz kurz. Kommentare. Ich dachte, da war noch mal irgendwas. Nee. Hab mich getäuscht. Ja, ich bin mir am Überlegen, wahrscheinlich, dass man das
und oder die drei mit Sonnenblumen ansehen und dann das hier und das hier mit einer Frucht. Und dann kommen wir ja natürlich dann wieder die hier und die drei Rapsfelder. Dass man da immer so ein bisschen so zwei, drei Früchte angebaut haben. Ich denke, das ist gar keine schlechte Idee. Genau. Ja, sonst mitarbeitertechnisch bin ich heute mal wieder alleine. Ich weiß nicht, ob die anderen noch kommen. Sie ist ja auf jeden Fall aktuell nicht. Ja, von dem her werden wir sehen. Und sonst bin ich alleine. Mach sicher mal unsere Felder, weil Aufträge haben wir keine. Ich kann eigentlich mal unsere die Zeit anschalten. Die haben wir vergessen. Ich bin gespannt, was der vorhat damit. Ach, das ist der. Das ist wahrscheinlich der Kevin, ne? Der unser Steinesammler zurückbringt. Ihr werdet dann gleich sehen, wieso dass ich lache. Ich sag's euch, lasst nie einen Azubi alleine am Hof. Das ist eine schlechte Idee. Hab ich's erwischt? Ja. Genau. Ja. Und es ist eigentlich ganz schön steil hier hinten, das Feld, ne? Wenn ich mir das so anschaue. Ich habe auch bemerkt mit der... Waren die da zu zweit? Nee, der hintere ist NPC. Das ist mit der Sämaschine. Ich muss das dann nochmal testen. Weil wir haben ja, wenn ich kurz hier gehe, das ist das Saatgut. Halt, hier. Nee, das ist der Saatguttank und das ist der Düngetank. Und der ist ganz schwer zu erwischen, wenn die Maschine eingeklappt ist. Jetzt haben wir aber so eine schmale Silo-Einfahrt. Und bin jetzt gespannt. Er hat ihn ja da unten geholt. Oh Gott, das wird doch nix. Eigentlich hätte ich da noch ein Vordach einbauen müssen. Dass das eigentlich bleibt und rückwärts raus muss. Oh. Nee, Robi. Nee. So kommst du mir nicht durch. So. Was sollte ich noch sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich kann es mal wieder erwähnen. Ne? Ich erwähne das so viel, aber man kann das gar nicht oft erwähnen. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ihr seid echt klasse. Ich meine, mit den ganzen Aufrufen, mit den ganzen Däumchen, ihr unterstützt mich so dermaßen krass. Also das ist echt Bombe. Macht wirklich weiter so. Danke viel, viel mal. Ich sag mal, gerade für YouTuber wie mich, die
das jetzt eigentlich wirklich noch als Hobby machen. Ich verdiene ja aktuell keinen Cent damit. Und das halt noch wichtiger, wenn man dann, wenn halt die Zahlen stimmen, ne? Und deshalb ja, bin ich euch richtig krass dankbar. Dass, also scheinbar tue ich ja was richtig machen. Vor allem tue ich. Scheinbar mache ich ja was richtig. Deutsch für Dummies, ne? Seht ihr, wie perfekt die Sämaschine auf dieses Feld passt, ne? Das ist, oh, das ist übelster Feldporno. ja, es ist immer wieder schön zu sehen, dass man halt das, was man hobbymäßig macht, bei den Leuten gut ankommt. Und das motiviert. Das motiviert ungemein. Und ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen. So schnell werdet ihr mich nicht los. Und ich sehe dazu, bin ich. Ist er noch im Hof? Der ist noch im Hof. Aber ist nicht mein Problem. Zeit läuft. Das kostet alles. Ja. Deshalb vielen, 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 vielen Dank. Also ihr seid schuld, wenn es den Kanal noch gibt, ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. So, jetzt gehen wir kurz das kleine Feld hier machen. Ey Leute, ich bin so müde. Ich hatte jetzt 5 Tage frei und muss ja heute wieder arbeiten. Die Hölle. Und der, wie sagt man dem? Heuschnupfen? Auf Hochdeutsch? Heuschnupfen? Ja, denke. Der quält mich auch schon wieder. Das ist unglaublich. Weil die Sonne da ist. Ist nicht mehr schön. So. Dürfen hier ja nicht die Klippe runterfahren. Weil ich heiße ja auch nicht Crash Test Money, ne? Muss einfach mal so angemerkt werden. Money. Und ich bin auch nicht Manitou. Ja. Oh, aber ey, Leute, ganz ehrlich, ne, die 12 Meter Sämaschine ist Bombe für unsere Felder. Kann nichts anderes sagen. So. Runter mit dir. Sehr schön. Ja, der Dario, der Anton Hebe sind aus dem Urlaub zurück. Der war jetzt fast 2 Wochen nicht da. Der Luki wird doch noch kommen. Und ja. Wisst ihr, was ich meine? Oh, unglaublich. Ich
Manchmal eine bessere Synchro, manchmal nicht. Sonst. Aufträge haben wir keine offen. Aber ich muss mal den Luki fragen, ob wir hier hinten die Wiese. Ich habe mir da nichts zu aufgeschrieben, ob die gemäht werden muss. So. Oh, der Heuschnupfen ballert jetzt gerade wieder richtig. Das ist unglaublich. Halt, die Ecke muss mit. So. Jawohl. Dann. Irgendwie funktioniert mein Gehirn heute nicht. Ich habe mir so die letzten Tage, wisst ihr, bei ich im Rechner so, oh, das könnte man noch besprechen mit der Community und das und das und das. Und jetzt, wo es soweit ist, Aber es liegt definitiv an mir, weil ich mir das Zeug einfach nicht aufschreibe. So. Vielleicht. Und hat von euch jemand die 60. Folge gesehen? Haben ja Christian und ich am Schluss die Map erklärt, was alles so geändert wurde und so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft wir genau gesagt haben. Ich hab's mal durchgezählt. Ich hab Tränen gelacht. Das ist so geil. Wenn man drauf achtet, ne? Das war nicht abgesprochen, nichts. Das war, ist einfach so passiert. Ja, ich fand's lustig. Zwei Idioten. Ein Wort. Genau. So. Ja, Luki, schön, bist du auch im Start. Yo. Ja, du bist ja schon auf dem Server, ne? Ja. Also, ich kann mir um Stunden handeln. Nein, bin gleich da. Super, super. Du weißt es bestimmt noch. Hat der Förster uns einen Auftrag gegeben, da die Divise 142 zu mähen? 142. Boah. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Okay. Super. Leider. Ich habe es mir eben nicht aufgeschrieben. Kann es geben. Müssen wir nachfragen. Mhm. So, was ist zu machen? Also, ich habe Feld 106 und 107, die Kartoffelnfelder. Ja. Da bin ich schon mit der Hacke drüber. Okay. Wir sind also bereit, also müssen wir dann noch einmal düngen. Und ich bin jetzt gerade auf der 108, 116, ja. 117 am Sonnenblumen ansehen. Da kann man eigentlich nachher mit der Walze drüber und striegeln. Okay. Eben ist am Hof. Super. Ein Steinesammler. Ja, der soll sich melden. Der steht schon etwa 10 Minuten da. Ach so.
Der Mitometer läuft. Also grundsätzlich weiß er ja, wo er ihn geholt hat. Aber also das eh, das passt. Ja. Oh Gott. Haben wir Tauben am Hof? Wir haben Tauben am Hof, ja. Okay. Ja. Ich scheiße uns das ganze Dach zu. Ja. Das ist Tatsache. Ja. Was soll ich vorher machen? Walzen. Walzen. Genau, zwei der drei Felder habe ich gleich fertig. Und dann müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich gibt es heute noch eine. Scheiß dunkel. Noch eine Gemeinderatssitzung. Mhm. Das beeinträchtigt dich ja nicht in deiner täglichen Tätigkeit. Na, als Angestellter des Lohnunternehmen Krauses. Die beiden Walzen sind der gleich, oder? Nein. Na. Das eine ist ein Mulcher und das andere ist eine Rolle. Multiroller. Ah, nimm mal die Rolle. Walze. Glaubt ihr, die vorne beim, also Richtung Tor steht, ist die Walze? Ja. Also man sieht es auch, ne, von der Walze her selber. Für mich schauen die gleich aus. Beide so Strukturen. Echt? Ja. Also bei der einen sollte Multiroll und bei der anderen Multimulch oder sowas stehen. Okay. Kann das? Multiroll. Power Roll, Multiroll. Und die anderen steht. Ja, dasselbe. Dann nimm die linke. Multiroller 1230. Nimm die linke davon. Okay. Oh, wirst du nicht schlecht fahren. Oh, Mensch, die Leute brettern hier wieder runter. Das ist unglaublich. So, schau mal, ich bin jetzt noch so nett, ne? Und mach ihm hier die Schranke auf. So. Da kann man jetzt echt nichts mehr motzen. Nö, nö, nö. Der Rudi ist ein guter. Ja, siehste. Der Kleine ist auch meiner Meinung. Ja. So, wir sind aber bei 24 Minuten angelangt und das heißt Folgeende, leider, aber es kommt bald die nächste, garantiert. Ja, dann hoffe ich, hat euch die Folge gefallen und wenn ja, lasst ein Däumchen und ein Abo da, wie ihr das schon sonst immer so fleißig und vielstrebig macht. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, pfiat euch.